Servus zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht es gerade, wir sind hier unterwegs bei der Ernte. Wir ernten unser Gerstenfeld und während der Schatten des Flugzeugs gerade über unseren Fendt geflogen kam, ja, habe ich leider, so schön es ist, schlechte Nachrichten für euch. Ich weiß nicht, ob es an der Mod liegt oder ob es hier jetzt an der Map liegt, aber das Schneidwerk scheint sich ab und zu verhaken und dann springt der wild in der Gegend rum und dann heißt es eben, dass es durch ein Objekt blockiert wird. Und das ist wohl der Grund, warum der Drescher im Prinzip alle zwei Bahnen, ja, der Helfer sich jedenfalls verabschiedet in die Mittagspause und den Drescher einfach stehen lässt. Ja, wir müssen das weiter beobachten, aber ist natürlich ein bisschen blöde, weil so schön auch die Sache hier ist mit dieser Neigungstechnik, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und der Drescher ja auch von der Größe her ganz, ganz gut eigentlich hier zu dieser Map passt, nämlich zu unserer wunderschönen Alpenmap Neu-Mini-Brunn. Ja, wenn halt die Zuverlässigkeit nicht gegeben ist, dann müssen wir uns da Gedanken machen, ob wir hier bei dem Drescher bleiben oder nicht. Dann schauen wir mal, wie weit es jetzt hier vorne gediegen ist. Er hat 54%. Das heißt, er macht auf jeden Fall noch eine Bahn. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier vorne passiert, ob er dann auch wieder ein Problem hat. Weil interessanterweise immer entweder gegen Ende oder Anfang der Bahn scheint sich immer irgendwo das Schneidwerk zu kollidieren, zu verhaken. Und dann springt er ein bisschen wild durch die Gegend. Ist auch lustig anzusehen, wie diese Muscle Cars, ihr kennt die ja, wie so ein Muscle Car fängt er dann an eben zu bocken und zu springen. Und spannende Geschichte auf jeden Fall. Ja, nichtsdestoweniger haben wir jetzt schon einige Fuhren Stroh hier zu uns in das Fermentersilo gebracht. Die nächste Fuhre, damit will ich jetzt nochmal unseren Kühen Stroh geben. Damit wir auch schön Mist produzieren, denn Mist brauchen wir ja auch zum Düngen. Und wenn wir hier mit diesem Feld fertig sind, dann werden wir, glaube ich, diesen Drescher auf jeden Fall erstmal wieder zurückgeben. Kostet uns ja auch ordentlich Asche. Knapp 21.000, glaube ich, hier haben wir erstmal ausgegeben am Anfang als Mietkosten. Und da kommen jede Stunde dann auch ein paar Tausender dazu. So, ich weiß nicht, ob es jetzt der Vorführeffekt ist oder nicht. Jedenfalls im Moment scheint er ja gut zu laufen. Wir werden auf jeden Fall mal jetzt unseren Lamborghini holen. So. Weil wir werden ja gleich wieder abtanken müssen. So, dele. Jetzitle. Und? Springt er wieder? Ja, für einen kurzen Moment habe ich gedacht, er fängt wieder an zu bocken. So, fast voller Korntank, 80%. Aber die Wende müsste er eigentlich noch schaffen. Ja, diesmal scheint erstmal alles im grünen Bereich zu sein. Ja. Ah, jetzt fährt er hoch. Aha, dann fährt er wieder runter. So, so. Okay, jetzt fährt er da hinten wieder ein bisschen hoch. Ist schon eine interessante Technik, absolut. Ne? Also wenn man es hier sieht, wie dann doch die Schräge hier ist. So, 95%. Ja, dann können wir mit dem Lambo jetzt ranfahren. Ja, kann natürlich auch sein, dass er eben durch die Wenden irgendwie ein Problem hat.
Na, ich denke, die Technik ist noch nicht ganz so ausgereift und da müssen wir uns gut Gedanken machen, ob wir uns denn wirklich solch einen Drescher hier anschaffen. Also wie gesagt, wir haben das jetzt hier sozusagen als Probeernte, um unsere Erfahrungen mit dieser neuen Technik erstmal zu sammeln und zu sehen, wie effektiv das Gerät arbeitet. Und von den Daten, von den reinen Daten wäre es ja wirklich gar keine schlechte Maschine. Auch wenn sie natürlich, wie gesagt, in der Anschaffung fast 400.000 kostet, das ist dann schon ordentlich, aber so von den PS her und so weiter, muss man sagen, kommt er ja richtig gut vorwärts. Fährt er gut übers Feld, kann man sich nicht beschweren. So, dann nehmen wir noch hier ein bisschen mit. Machen wir den Hänger voll. Ja, 97 müsste jetzt gleich. Und das ist dann auch schon der zweite Hänger, den wir in unser Silo bringen. Also trotz allem, bei nur gerade mal 60% Ertragserwartung, kommt da doch ordentlich schon was rum bei diesem Feld. Und wenn wir das dann ordentlich eben bearbeiten werden, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen aufpassen, weil hier kommen wir, glaube ich, ganz gut raus. Also wenn wir das jetzt ordentlich düngen, kalken und richtig ordentlich bearbeiten, dann müsste man da richtig guten Ertrag erzielen können. Das ist also ein gutes Feld, was wir uns da angeschafft haben, gekauft haben. Also bin da bis jetzt sehr, sehr zufrieden. Kann man nicht mosern. So, hier ist unser Silo. Ja, die Kühe rufen auch schon. Und unsere Hühner brauchen auf jeden Fall auch wieder Futter, habe ich gesehen. So, ich gucke immer mit einem Auge rechts hoch, ob dann wieder eine orangene Textzeile kommt, in der es heißt, ein Objekt wird blockiert. Oder der Helfer wird durch ein Objekt blockiert. Dann können wir gleich wieder zum Drescher springen. So, dann fahren wir hier wieder im Kreis rum. Eigentlich ganz tolles. Also der Hof ist ja eigentlich schon ideal. Das mag ich sehr, weil man kann ja immer schön einmal um die Kurve rumfahren, beziehungsweise im Kreis rumfahren. Muss hier nicht so groß rangieren. Das gefällt mir. So. So. Dann bringen wir den da oben erstmal wieder in Position, in Warteposition. Hier sind wir eh schon durch die Wiese gefahren. Ah, das ist ein gutes Zeichen, beziehungsweise das ist ein Zeichen dafür, dass er ein Problem hat. Ah, da ist er jetzt nochmal gebockt, weil man sieht es immer an der Spur, wenn die so zickzack ist, dann hat er immer seine Spur verloren und hat gekämpft, dass er nicht hängen geblieben ist. Ja, aber jetzt scheint es wieder okay zu sein. Schon interessant. Interessant, dass er eigentlich dann immer gut zurechtkommt, wenn wir uns im Fahrzeug befinden. So. Einschalten. Und dann werden wir hier nochmal ein bisschen einsammeln. So. Zack. Und ablassen. Und wie gesagt, immer ein... Da ist er jetzt wieder gesprungen. Ja, ist ein bisschen wie ein wildes Pferd, immer bockig. So, jetzt sind wir ganz in der Nähe. Da, jetzt ist er wieder gesprungen. Ja, jetzt ist auch der Helfer, wird blockiert. Und jetzt ist er auch draußen, ja. Gut. Ja, das hat dann also wenig Wert. Man sieht es auch, glaube ich. Ich glaube, das Rad hängt hier auch ein bisschen in der Luft, weil es doch zu weit unten ist. So. Motor anlassen. Der sammelt.
Gut. So, dann fahren wir mal neben ihm her, mal schauen, ob wir es dann nochmal erleben dürfen. Weil, wie gesagt, also hier diese Zickzack-Ablagen von der Stroh, von der Strohschwade, das deutet immer ganz klar darauf hin, dass er ein Problem hatte und dass er wieder bockig war und durch die Gegend gesprungen ist. Also ist, wie gesagt, eine lustige Geschichte, aber um dann hier zuverlässig hier die Felder abzuarbeiten, ist es nicht ganz so geschickt. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob hier der Modder von dem Fahrzeug hier noch ein bisschen nacharbeiten muss oder ob das jetzt wirklich hier an der Map liegt. Wenn ihr dieses Fahrzeug auch schon mal irgendwo eingesetzt habt und benutzt habt, diesen Drescher, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder ob es bei euch einwandfrei funktioniert hat mit dem Helfer, dass der Drescher immer ohne Probleme das Feld abgearbeitet hat. Würde mich wirklich interessieren. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Und der ist jetzt gleich wieder voll. So, dann fahren wir hier mal rechts runter und nehmen noch ein bisschen was mit. Und dann gucken wir noch mal. So. Ah, jetzt fährt er die große Kurve, setzt nicht zurück. Ja, da passen wir mal auf, dass wir nicht ins Schneidwerk fallen. Ja, jetzt scheint er das wieder zu machen ordentlich. Okay. Gut. So, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Hier hat es eine Delle, beziehungsweise ein Loch. Hier können wir nicht so wild rüberfahren. So, die Fuhre bringen wir jetzt mal hier zu unseren Kühen. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Stroh. Denn wir haben ja wieder 20 Kälber gekriegt. Es ist Nachwuchs eingetroffen. Und das heißt, da müssen wir hier ein bisschen mehr auch abliefern an Material. So. Ja, da läuft die eine Kuh durch die andere durch. Aber wir haben es nicht gesehen. So, Dille. Und dann fahren wir hier geradeaus hier aus dem Hofgelände raus und links rum. Und die Wiese hier vor uns, die ist als nächstes dran. Die muss dann jetzt auch wieder mal gemäht werden. Da bin ich jetzt mal überlegen, ob wir da... Haben wir eigentlich eine Ballenpresse? Ich glaube nicht. Ne? Wir haben uns voll und ganz auf den Ladewagen konzentriert. Aber eine Presse, glaube ich, haben wir nicht. So. Dann schauen wir gerade mal. Weil ich glaube, er ist wieder wild durch die Gegend gesprungen. Wir werden das Stück hier noch abmähen. Und dann werden wir den doch wieder zurückgeben. Und warten eben ab, bis hier diese hochsensible Technik... doch, ich sag mal, für den Dauerbetrieb ausgereift ist. Also dieser Prototyp ist noch nicht das, was mir hier ja genügend Vertrauen gibt in die Arbeit, in die konstante Arbeit und dass wir nicht in Anführungszeichen ständig damit rechnen müssen, dass wir uns den Techniker holen müssen. So, hier machen wir wieder den Motor an. Aber wir hätten sowieso den Drescher jetzt zurückgeben müssen, weil wir können den ganz, ganz schlecht natürlich jetzt hier über Nacht noch behalten. Ja, klar, Motor an. Über Nacht, weil das wird uns dann auf jeden Fall zu viel Geld kosten. 7.56 Uhr, um 8 Uhr wird die nächste Rate fällig. Gut, dann sind wir gerade fertig, dann wird das Gerät wieder zurückgegeben.
So, dann packen wir aber nochmal ein. Ups. Ah ja, dann bringt er sich, nivelliert er sich wieder, geht in die Waagrechte. Schon cool. Augenblick, wenn wir den jetzt wieder... Ja, dann geht er gleich runter. Okay. So, und jetzt geht er wieder... Ja, das hat was. Wir öffnen den und fahren den. Dann geht er in die Schräge. Und wenn wir ihn schließen, wird er wieder... Ja. Gut, also jetzt genug gesehen. Wir werden jetzt das Fahrzeug, Augenblick, hier wieder zurückgeben. Augenblick, gemietet, hier. So, also es hilft nichts. Zurückgeben. So, und dann schauen wir noch mal ganz kurz, was uns das Ganze jetzt gekostet hat. Ja, Mietkosten Fahrzeuge 21.190. Ja, aber wie gesagt, dafür haben wir jetzt auch, sind wir wieder etwas reicher an Erfahrung, ärmer an Geld, aber reicher an Erfahrung. Wir bringen unsere letzte Fuhre zum Hof. So. Sehr gut. Und ich habe es nochmal die letzte Folge angesprochen. Und ich habe ja noch nicht die Kommentare gelesen. Aber ich wollte ja von euch wissen, weil das hier, dieser Turm, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Muss ein bisschen aufpassen. Dieser Turm hier, das sieht ja für mich so ein bisschen aus wie so ein Feuermeldeturm, so ein Feuerwacheturm aus den USA. Und mich würde interessieren, ob es eigentlich sowas auch in Deutschland gibt. So, wo ist er denn? Da ist er ja. So, ne? Weil so von der Art und Weise mit 360 Grad und so weiter. Also der Turm sieht mir sehr stark danach aus wie so ein Wachturm. Und es ist ja auch ein Schreibtisch oben drin. Und das würde mich eben interessieren, ob wir sowas Ähnliches auch in Deutschland haben, wie sowas hier oder auch in der Schweiz oder Österreich, wie das hier gehandhabt wird mit der Feuerwache für Waldbrände bzw. gegen Waldbrände. Und im Augenblick. Oh, da hatte ich ein ganz kurzes Kratzen im Hals. Ja, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Weil, finde ich spannend, wie sowas eben bei uns funktioniert. So, wir werden hier jetzt nochmal die Gerste abliefern. Wunderbar. Dann stellen wir mal den Motor ab. Er läuft noch. Und dann werden wir hier noch ein bisschen Stroh einsammeln. Denn da haben wir noch jede Menge. Das Schöne an dem Ladewagen ist tatsächlich, muss ich sagen, dass der, glaube ich, sehr, sehr breit aufsammelt. Also da kann man schon ordentlich auch um die Kurve rumfahren und kann immer noch sehr, sehr viel aufnehmen. Auch eine sehr schöne Geschichte. So. Ja, da haben wir noch jede Menge Stroh einzufahren. Und das werde ich jetzt hier noch alleine machen. Da... Wie gesagt, das werden noch einige Bahnen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für euer Interesse und dass ihr heute zugesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und auch ein bisschen Einblicke bekommen in die Neigetechnik bei den Dreschern. Und wie gesagt, das würde mich interessieren, ob jemand von euch auch schon diese Mod benutzt hat, irgendwo bei sich auf so einer bergigen Map und welche Erfahrungen er da gemacht hat bezüglich... ja, dem Einsatz des Helfers. Und bis dahin wünsche ich euch allen, wie immer, ja, frohes Farming. Weiterhin viel Spaß beim Farmen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst dann wieder einschaltet hier bei mir auf dem Kanal. Und ich sage Tschüss, Ciao, Cheerio. Bis zum nächsten Mal.